Hallo und herzlich willkommen zum einem weiteren Part. Wir bauen Stall. Ja, nein. Also folgendes. Wir haben im letzten Part dieses komische Zeug hier gemacht. Und das müssen wir jetzt so machen, dass wir das auch richtig ansteuern können. Und das geht eben nicht so. Dazu können wir diese Leitung allerdings nicht verwenden. Denn normalerweise soll die so sein. Und wir brauchen auf jeden Fall Knöpfe. Das heißt, welchen Knopf nehmen wir am besten? Auf jeden Fall kein Holzknopf. Wir nehmen den Steinknopf. Steinknöpfe gefallen mir. Ich mag Steinknöpfe. So, mit diesem Steinknopf können wir dann die entsprechenden Dinge sozusagen steuern. Ich mache hier jetzt überall Löcher hin, dass ich das weiß, wo genau ich das Ganze hier anzusteuern habe, damit ich, wenn ich unten bin, das halt auch weiß. Und das war der letzte. Okay. Das wird problematisch. Okay, um die schwierigen Dinge kümmern wir uns jetzt nicht. So ganz oder doch. Wahrscheinlich muss ich die Leitung sowieso nochmal umlegen. Und das mache ich jetzt auch. Das bedeutet, wir legen es dorthin und trennen diese Leitung und legen sie stattdessen noch so noch ein paar Blöcke nach da. So. Ja. Das machen wir, weil wir den Platz da hinten brauchen. Und es so an sich dann doch etwas einfacher ist, eine Leitung zu verwenden. Genau. Dennoch bin ich der Meinung, wir sollten das so machen. Und dementsprechend auch verwenden. Also so. Zack, 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 zack. Ich gehe lieber auf diese Seite. Halt. Hier muss ein Peter rein. Ein Peter des Rees. Ein sogenannter Repeater. Und das bedeutet auch, dass wir den Rest einfach so legen können. So. Den Rest der Leitung brauchen wir nicht, nur bis zu den Löchern, denn dann können wir uns diese Leitung zur Nutze machen. Ja. Genau. Wenn ich das richtig sehe, müsste dieser Knopf diese Leitung aktivieren, tut er auch. Aber das soll er so nämlich nicht machen. Er soll das nur an bestimmten Stellen machen und nicht überall. So, das war schon mal der erste Fehler. Weil hier muss ein Dings hin, da muss ein Dings hin. Hier nicht. Da muss hin. Da muss auch nicht hin und da muss hin. Allerdings sollen die für eine kurze Zeit offen bleiben. Meiner Meinung nach. Und das ließe sich ganz einfach mit Comparatoren, welche hier überall im Turm verbaut sind, bewerkstelligen, weshalb ich jetzt einfach mal irgendwo einen Repeater mir jetzt abgreife, nämlich den da. Eigentlich will ich gar keine Pfeiler haben und deshalb schmeiße ich die hier rein. Nö. Okay. Dann eben nicht.
Dennoch müssen wir hier in den Untergrund und schauen wir erst mal. Also folgendes. Die Tür wird durch den getriggert. Beziehungsweise soll durch den getriggert werden. Das bedeutet, leiten Pistons Strom, wenn sie aktiv sind. Schön, dann hole ich mir jetzt mal ein bisschen Stein und muss das mal ein bisschen rumtesten. Das muss ich nämlich wissen, ob Pistons tatsächlich Strom leiten oder es eben nicht tun. Und zwar so. Habe ich hier irgendwo einen Hebel oder sowas? Nö, habe ich nicht. Aber ich habe einen Knopf. Nein, Pistons leiten keinen Strom. Das ist eine schlechte Idee. Das ist eine bessere Idee. Überlegen. Wir brauchen das und das sowie das und das da. Und theoretisch müsste es das jetzt sein. Bleibt an, bleibt an, bleibt an und wieder aus. Allerdings müssen wir das umgekehrt machen. Das heißt, wir brauchen hier noch eine Fackelverleihung. Uff. Knopf. Okay. Okay, das hätte es jetzt auch ziemlich einfach gemacht. Okay, folgendes. Folgender Plan. Wir brauchen das. Und habe ich hier überhaupt irgendwo Fackeln? Nö, dann hole ich mir welche aus dem Inventar. Okay, die Fackel ist an. Speist einen darunterliegenden Kondensator. Würde ich mal behaupten. Dessen Light. Nee, das macht keinen Sinn. Wir machen's so. Indem wir uns das so holen. Ist das klug? Weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz, aber schauen wir mal. Also wir brauchen dieses Signal und dieses Signal. Das heißt, wir müssen den sowieso anders bauen. Okay, allerdings brauche ich erstmal so oder so die Comparator. So rum, nicht die Repeater, die Comparator. So, das würde schon fast einen Kondensator ergeben, aber das will ich nicht. Und zumindest nicht in diese Richtung. Ich möchte es lieber in diese Richtung haben. Wobei der den, muss er den denn direkt speisen? Denken, nachdenken, nachdenken. Nachdenken. Okay. Okay. Okay.
Das heißt, der hier ist hierhin, um das dem zu geben. Falsche Richtung. Okay. Dann speist er den und der speist den. Und schon haben wir eine etwas nicht ganz so elegante Möglichkeit, einen Kondensator zu erstellen. Schauen wir mal, ob das Signal dafür sorgt, dass das für kurze Zeit wieder ausgeht. Würde es, wenn das Knopfsignal nicht wäre. Also testen wir das nochmal. Viel zu wenig. Dann versuchen wir es mit Repeatern. Nein, ja. Zack. Wir sollen ja ausmachen und auch möglichst lange auslassen. Das heißt, der Ansatz war nicht schlecht, nur der Aufbau ist kacke. Wir müssen den Kondensator anders bauen. Okay, wir machen Folgendes. Wir speisen mit dem Signal der Fackel. Das Ding hier. Und die Fackel wiederum braucht einen Kondensator. Ja, ist prinzipiell nicht schlecht. Es würde jetzt so zwar dafür sorgen, dass das an ist, aber nicht genügend Zeit bieten wahrscheinlich, damit das ausbleibt. Oder? Nein. Das ist mir zu wenig Zeit. Deswegen müssen wir die Fackel für einen bestimmten Moment ausschalten, sobald dieses Signal hier aktiv wird. Das heißt, dieses Signal muss sich selbst... Oh, ist das kompliziert. Es muss ein Kondensator entstehen, der aber nicht das macht. Das wäre jetzt ein Problem. Das ist eine gute Frage, wie man das bewerkstelligen soll. So jedenfalls nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass durch den Knopf ein Signal hier reingeht. Ne, das wäre jetzt eine Clock. Etwas, was ich nicht haben will. Nein. Okay. Machen wir das mal auf 1. Und auf... Nein, das wollen wir nicht haben. Opa, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir nehmen... Das ist gut. Wir nehmen diese beiden und machen das so. Das funktioniert nicht. Nein. Okay. Blöde Idee. Okay,
Schissen nicht so ganz. Die Idee ist nicht gut, aber auch nicht schlecht. Okay. Das Signal wird, soweit ich das weiß, hoffentlich auch untergeleitet, oder? Nee, wird's nicht. Dann haben wir ein Problem. Wir brauchen ein Signal, welches... Na, nach hinten habe ich genug Platz. Ich schnapp mir einfach das Signal und leite es hier runter. So, Kondensator mit Gespiesen. Ah, ist zu kurz. Nicht gut. Das will wieder eine Glock ergeben. Das heißt, wir brauchen sowas hier. Okay, die Fackel ist durchgebrannt. Nein. Generell eine schlechte Idee. Also gut. Mist, wie soll man das denn hinkriegen, dass das nicht zu lange, nicht zu kurz ist, um zuzugehen und nicht so lange braucht, um aufzugehen. Oder ich muss es halt doch mit mehreren Repeatern machen, auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt machen will. Aber es sorgt schon mal dafür, dass die Tür für einen Moment offen bleibt. Okay. Das heißt, wir müssen das Signal erweitern, sodass wir mehrere Repeater da reinkriegen. Ja, genau. Und zwar, indem wir diesen durch diesen austauschen und das so bewerkstelligen. So. Anders ist das leider nicht machbar. Die Frage ist, ob das auch das Beste ist. Also es reicht, um reinzugehen, für mehr aber auch nicht. Naja. Bin ich ganz so begeistert. Da war es mir dann doch lieber, als es so war. Doch nicht so. So. Ne, der muss auf 1. Und der auf 4. Schauen wir mal. Okay, das... Was mache ich denn da? Ich will was Kompaktes haben, aber... wäre es nicht vielleicht sinnvoller, hier einen Flip-Flop einzubauen? So eins zumindest geht nicht. Okay. Dafür brauche ich Redstone-Blöcke. Und natürlich werden mir jetzt meine Pistons geklaut.
Ich habe gesehen, dass 20 Minuten schon vorbei sind, aber egal, ich will das jetzt noch ganz kurz testen. Kolben, komm mal bitte her. Danke. Nein. Der Knopf, die zur Bepowerung. Also wir brauchen definitiv mehr Platz. Okay. Das ist keine gute Idee. Okay, dann schiebe ich das Ganze mal in die Richtung. Das muss jetzt eine bessere Idee sein. Nein. Wir brauchen das hier. Sowas brauchen wir. Zack. Wieso habe ich es dann? Nein, das ist nicht gut. Müssen das nämlich so machen. Und jetzt brauche ich den Redstone Block. Das Signal soll standardmäßig da sein. Was auch heißt, dass ich das machen muss. Und durch das wird das Signal einfach kurzzeitig umgekehrt. Das ist keine blöde Idee. Es ist eine gute Idee. Die Frage ist, wie wir es anschließen. So jedenfalls nicht. Aber so. Jetzt müsste ich mit einem Knopf in der Lage sein, das Signal kurzzeitig umzukehren. Perfekt. Warum habe ich nicht gleich ein T-Flip-Flop gemacht? Naja, gut. Dieses Flip-Flop-Signal können wir jetzt hierfür verwenden. Ich lege hier dennoch noch einmal einen Repeater rein. So, und das hier steuern wir ganz einfach so an, indem wir einfach einmal außenrum gehen. So, das müsste jetzt dafür sorgen, dass das dauerhaft ausbleibt, wenn es so funktioniert, wie es soll. Was es offenbar gerade nicht tut, weil, weiß ich nicht. Wieso ist denn das Signal immer noch an? Du solltest doch irgendwas blockiert. Das. Irgendwas blockiert ist. Ich muss nur gerade rausfinden, was. Und das kommt erstmal weg. Vielleicht so. Nein, so. Das wäre keine gute Idee. Das ist eine bessere Idee. Ist Schwachsinn. Stimmt schon, wir müssen das Signal irgendwie abschneiden. Ja, aber nicht so. Das ist schwierig. Wenigstens diese eine will ich hier fertig kriegen. Dieses eine so rum. Ach, was mache ich denn da? Ich kann es doch einfach von der anderen Seite nicht anschließen. Okay. Okay.
Das ist ein Problem. Wenn wir es nicht anschließen können, können wir es auch nicht umgehen. Heißt aber auch, dass ich Repeater verwenden muss, was hier nicht geht. Also müssen wir es doch so machen. Naja, gut. Dann kommt das so hin. So. Repeater. Der gibt das Signal dann an den Blockbehälter und der gibt das Signal an den weiter. Das müsste jetzt allerdings funktionieren, wenn ich das richtig sehe. Ich will sehen, dass das funktioniert. Nö. Wieso funktioniert es nicht? Die müssten doch theoretisch dafür sorgen. Gut, die Zeit wird langsam knapp. Wir machen das in der nächsten Folge. Deshalb sage ich bis zum nächsten Mal und ciao, Leute!